Hallo und willkommen zu einem neuen Contraption Friday. Mein Name ist Lord Yoda und entgegen der Erwartung werden wir nicht Community Levels spielen, sondern, wie wir hier sehen können, tada, die Alpha 6 ist hier und sie bringt eine neue UI. Nein, das ist uns egal, aber was sie wirklich macht, sie bringt 15 neue offizielle Puzzles. Also man sieht, es hat sich ein bisschen was geändert. Es gibt jetzt auch Bugs, nein. Es wurde unterteilt, hier die offiziellen Puzzles in einfach, medium und hart. Von einfach, medium haben wir schon die meisten gemacht. Hart gibt es recht viele neue. Aber ich würde sagen, wir starten mit den ersten, die wir noch nicht gemacht haben. Und da ist hier eins. Und ich würde sagen, fangen wir direkt an und werden wir uns dann durcharbeiten zu denen hier. Hier sind, glaube ich, auch noch, ja, hier sind 6 Stück, wenn ich mich nicht verzählt habe. Sogar 8. Und hier sind es dann wirklich viele. Und ja, ich würde sagen, gehen wir das mal an, weil die Community-Level, die haben mich ja eher genervt. Und zwar nicht, weil sie sonderlich schwer waren, sondern weil irgendwie, glaube ich, sie einfach nicht mehr funktioniert haben mit der aktuellen Version. Die sollten aber hier mit der aktuellen Version funktionieren. Und wie gesagt, fangen wir mal direkt an. Ja, wir sollen den Ballon platzen lassen. Was haben wir denn? Viel. Das sieht neu aus. Was ist das? Das Solarpanel braucht Licht und dann wird es gepowert. Genau, so hier, man sieht, es hat sich einiges getan und wenn ich hier auf Starten drücke, passiert nichts. Richtig. Gut, also was könnten wir machen? Wir könnten mit Käse den laufen lassen. Dann passiert hier irgendwas. Dann könnten wir theoretisch hier irgendwie einen Fan und sonst was benutzen. Das muss sich drehen, das muss sich drehen und hier. Und das war's. Ja gut, das könnte man wahrscheinlich jetzt auch komplizierter machen, dass man hier die... Entschuldigung, aber das war mir jetzt gerade zu einfach. Wenn man die hier jetzt nämlich laufen lässt, kommt die irgendwie da hoch. Und könnte irgendein Seil benutzen hierfür. Das Teil braucht Strom, verdammt. Seil? Gibt es irgendwas mit Seil? Seil, so. Hierfür? Das will ich jetzt mal ausprobieren. Na, natürlich genau falsch rum. So, der geht vor, fällt runter und die Katze hat Angst und so. Wunderbar. Ich glaube, das war die richtige Lösung. Was heißt richtige? Wir haben es ja schon gelöst. Aber die gedachte Lösung. Und die war auch irgendwie schöner. Sehr gut. No more unsolved puzzles. Zumindest hier bei Easy. Dann gehen wir mal zu Medium. Und Katzenshipment. Was... Ah, jemand hat einen Auftrag für eine neue Katze aufgegeben. Packe Waldo in die Box, damit er losgeschippt werden kann. Hier, okay, was passiert? Ein Ball fällt da rein und sonst nicht viel. Die Katze sollte aber reinfallen, wahrscheinlich hier. Gut, was können wir machen? Wir könnten mal auf jeden Fall hier die... Ah, das kann man einfach... Aha... Kann man einfach drüber legen, dann muss man mich nicht mal loslassen. Und theoretisch passiert jetzt gar nichts. Na super. Das habe ich mir toll gedacht. Was habe ich mir eigentlich gedacht? Habe ich mir was gedacht? So, den Ball könnten wir mal da reinlaufen lassen. Dann geht das hoch. Irgendwie kommt mir dieses Level bekannt vor. Ich weiß nicht warum, aber es kommt mir bekannt vor. Dann könnten wir das hier miteinander verbinden. Zumindest wenn ich es... Hallo? Hallo? Könnte ich jetzt bitte... Dankeschön. Das haben. Die Katze wird sich wahrscheinlich hier bewegen. Und dann müssen wir das Ganze noch durchschneiden. Hier. So, probieren wir mal aus, ob das so funktioniert. Der geht an. Katze bewegt sich. Der wird durchge... Oh. Ja, vielleicht nicht. Oh doch. Ah,
Okay. Ja, wunderbar. Da schaue ich irgendwo hin und es hat doch funktioniert. Wunderbar. Die Mars-Mining-Kolonie braucht. Was? Needs to send Space Rockets zurück zur Erde, okay? Starte die Rakete. Also hier. Raketen starten tut man natürlich damit. Was zum Henker ist das denn? Aha, Laser, okay, die hatten wir ja schon mal, aber die sehen jetzt deutlich besser aus. Ich habe nur noch keine Ahnung. Ah, wahrscheinlich hier drauf. Ne, das macht keinen Sinn. Der Laser wird gepowert, damit der Laser. Nee. Spiegel zum Umleiten? Ach du Schande. Also, schließen wir das hier mal an. Was passiert hier eigentlich? Das Zeppelin stürzt ab. Jo, großartig. Was ist hier? Ah, okay, das braucht Laser, okay. Das heißt, hier. Das da könnte man miteinander verbinden. Irgendwie. Dann würde das angehen. Dieser Laser angehen. Was passiert bei dem Teil eigentlich? Okay, also man muss es irgendwie berühren. Aha. Ah, ich habe hier zwei. Ah, ich habe hier zwei, okay. Dementsprechend. Gut, also. Ich habe mich gerade gewundert. Irgendwie kam mir nämlich ein Seil gefehlt. Also, das kann ich hier anschließen. Dann das hier. Und dann muss ich das noch irgendwie drehen. Dass hier dann das Signal ankommt. Das heißt, irgendwie sowas in der Art. Probieren wir das mal aus. Jo, das war ja schon mal ziemlich erfolgreich. Nee, die Rope meinte ich nicht. Hier das. Pull. Okay, ich muss sie pullen. Wie pull ich sie am besten? Ja, indem das Teil runterfällt. Dann sollte es ja pullen. Oder nicht? Jetzt, der schießt, die startet wunderbar, hat funktioniert. Auf zum nächsten. Hilf Milton nach Hause zu kommen. Okay. Milton dürfte der sein. Ja, der muss dahin. Okay. Wie explodiert das, wenn irgendwas gedrückt wird, der Timer, der auf 1 steht? Gibt es da irgendwie. Hier, da muss irgendwas drauf. Okay. Was passiert, wenn wir starten? Okay, Taschenlampen laufen. Und ansonsten? Die startet gut. Die startet vielleicht auch gleich. Dann haben wir hier noch Ropes. Okay, also wir müssen hier irgendwie auslösen, dass der Käse dann runterfällt, dass das kaputt geht. Was passiert jetzt? Der geht weiter zu dem Käse und macht nicht mehr sonderlich viel. Okay. Das heißt, das hilft nicht sonderlich weiter. Das ist das, einfach nur ein Brett. Okay, da kann einfach irgendwas dran befestigt werden. Gut. Die Katze könnte auch noch irgendwie ins Spiel kommen. Kann man irgendwie Katzen da befestigen? Kann man. Ah, hier. So. Dann geht das wahrscheinlich mit der Katze hoch. Das Viech kriegt Angst und rennt. Und rennt. Nicht mehr. Sehr gut. Oder, es fällt erst runter. Okay, das geht schon mal. Also, dass es nicht ganz runterrennt fällt, sondern nur bis dahin. So, jetzt könnten wir das hier noch verbinden. Aber womit können wir das verbinden? Dem hier. Funktioniert das?
Ja. Ja. Und jetzt brauchen wir noch einen Käse, damit sie zum Haus geht. Den legen wir dahin. Das sieht gut aus. Jawohl, wir haben es geschafft. Sehr schön. Hilf Tim hinter den Fan, Ventilator zu gehen und heim. Passt. Genau, hinter den Ventilator und nach Hause zu bekommen. Okay, also hier irgendwie runter. Wahrscheinlich bläst der ihn voll zurück. Ja, das heißt, wir müssen den hier irgendwie ausschalten. Gut. Wenn das löst, dann ist das ein bisschen einfach. Ja, es löst's. Nee, wir machen das nochmal, weil das ist. Ich finde das ein bisschen zu gescheatet. Also. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr das versteht, aber nee. Echt nicht. Also, was müssen wir machen? Und zwar, wir müssen hier. Wenn wir da drauf schießen mit einem Laser, dann ist das Teil aus. Dementsprechend schließen wir das irgendwie an, leiten das um irgendwie, dass das hier ausgeht. Jetzt ist noch die Frage, wie drehen wir das? Na, im Zweifelsfall so. Aber ja. Was jetzt? So, starten wir nochmal. Der geht einfach nur nach oben. Der denkt sich, wö? Und überhaupt. So, das können wir noch anschließen und das können wir noch anschließen. Das könnte zumindest mal so, dann fällt der runter. Wenn wir das jetzt noch andersrum drehen, dann würde das darüber gehen. Und angestoßen werden. Wenn wir jetzt nach unten gehen, hier, na, und das hier einbauen. Mal schauen, wenn wir auch genügend Platz haben, dass wir es richtig umdrehen können. Sollte die dagegen fliegen und dann das hier bewegen. Und das wird gestoppt und Tim kommt runter. Wunderbar. Ich glaube mal, das ist der geplante Weg und der gefällt mir auch deutlich besser als der gecheatete, dass man einfach irgendwas dazwischen packt. So, nächstes Puzzle. Waldos Pool? Ah, hier. Der Swimmingpool da. Macht den Ventilator an, damit ihm kalt wird. Okay. Also, was passiert? Die Bowlingkugel läuft runter. Okay, und ja, irgendwer läuft. Wunderbar. Sehr gut. Also, was können wir machen? Wir haben einen Toaster. Aha. Wofür brauchen wir einen Toaster? Wir haben ein Förderband, dass wir hier irgendwas machen können. Wir haben hier was, womit wir Strom generieren können. Wir haben das. Na gut, wir könnten theoretisch das hier anschließen. Dann wird das gepoppt. So, schauen wir einfach mal, was jetzt passiert. Vielleicht gibt es nämlich einfach 15 verschiedene Lösungen, das zu machen. Na? Ah, der muss noch dagegen. Ich habe geklickt. Da muss er noch dagegen rennen. Und. Aha. Der muss früher dagegen rennen, sozusagen. Weil es muss erst nach unten gestoßen werden. Gut, dann probieren wir das einfach mit was anderem. Und zwar dem hier. Dafür müssen wir aber drehen. Und drehen können wir hier. Irgendwie. So. Und jetzt können wir noch das anschließen. Und was passiert jetzt? Lalalala. Der Ball läuft rein und der Ventilator ist an. Wunderbar. Was könnten wir hier noch theoretisch noch machen?
Ja, irgendwie noch Strom erzeugen. Ja, theoretisch hätten wir dieses Teil an die hier, diesen Schalter anschließen können und dann den Toaster da unten wieder anschließen können an dieses Teil dran, das dann konstant Strom erzeugt. Ja, aber ich denke, so ist es auch okay. Gut. Essenszeit. Blase das Horn. Oder ja, Horn. Pfeife, wie auch immer. Auf jeden Fall müssen wir irgendwo dran ziehen. So, was passiert? Ein Fußball fällt runter. Großartig. Ja. Ja. Es passiert nichts. Gut, dann fangen wir hier mal an. Hier könnten wir theoretisch einen Laser anschalten. Dann geht der an. Okay. Hier haben wir Licht, mit dem wir irgendwie das hier anzünden könnten. Dann könnten wir das hier machen und dann hier über Ecken, sorry, so geht's ja, das Horn ziehen. Das heißt, wir müssen hier irgendwie pusten. Wie auch immer, ich weiß es noch nicht. Was ist das denn? Ah, okay, neue Farbe. Was bist du? Ah, ein Splitter. Was es nicht alles gibt. Die Frage ist, wofür das Ganze? Jetzt mal auf ganz blöd, geht das? Ist das weit genug? Nee, ist es nicht. Das konnte ich nicht bewegen, oder? Nee. Gut. Das heißt, irgendwie müssen wir. Das Einzige, was wir bewegen können, ist der Fußball. Aber natürlich, wir können ihn natürlich auch da oben schon abfangen. Kein Mensch sagt, dass der runterfallen muss. Und dann kann der vielleicht ein bisschen nach oben. Vielleicht. Und wenn wir jetzt hier noch geschickt arbeiten mit Spiegeln. Nee, Moment. Mit Splittern und Spiegeln. So. Schauen wir mal. Na? So. Was passiert denn jetzt? Nicht viel. So, jetzt kommt's rot raus. Wir brauchen es aber blau. Das heißt, wir müssen das teilen. So. So? Nee, wie? Ah, okay. So. Richtig? Perfekt. So, und jetzt noch die besagten Spiegel dazwischen. Einer hier und hatte ich nicht zwei? Habe ich zwei? Dachte ich, ich hätte zwei. Spiegel. Da ist noch einer. Schauen wir mal. Es kommt lila an. Der kann runterfallen und ich habe den Ventilator, den Blasebalg natürlich nicht dahin. So, jetzt nochmal. Blasebalg. Das geht an. Der steigt hoch. Der zieht das Horn und wir haben gewonnen. Wunderbar. So, jetzt soll man noch die Rakete aufsteigen lassen. Ich schau mal kurz in die Übersicht. Wo ist die eigentlich? Wie kommt man da hin? Hier. So, wo sind wir? Medium. Wir haben noch zwei vor uns und ein paar harte. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir die an beim nächsten Mal. Die Mediums schaffen wir auf jeden Fall. Die harten werden wir noch, denke ich, ein paar Folgen brauchen. Aber wir haben wieder was zu tun. Das ist schön und drum bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, willkommen zu Contraption Friday.